überlegt. Und zwar ist ja bei uns der Nationalsport das Bootsen. Und ich versuche mit dem Leinbesen, diesen hier, den Klobsucher, das ist dieses Gerät, zu treffen. Für die, die es nicht kennen, der ist dafür da, um die große Kugel von dem Fuß bis außen graben herauszufischen. Ja, das Ganze werde ich jetzt versuchen, mit einem ordentlichen Abstand, aber dürfte für mich natürlich kein Problem sein. So, dann wollen wir mal gucken. Da hinten ist das Ziel. Das ist mein Sohn, der hält diesen Klobsucher fest. Und da versuche ich jetzt reinzutreffen. Gut, dann ziele ich jetzt mal. Versuche mal ziemlich weit zu werfen. Und ja. Und der ist jetzt sehr weit geflogen. Ich guck mal nach, wo der gelandet ist. Oh, dann wollen wir mal gucken, was wir getroffen haben. Oh, das sieht gut aus. Glücksbank ist im Raum. Aber hä, wir sind denn zwei Leinen hier auf einmal? Ja, moin. Moin Jörg. Moin Mike. Ah, oh, der hier? Ja, der ist auch hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit geworfen. Was hast du denn? Was wolltest du denn treffen überhaupt? Eigentlich wollte ich einen Klobsucher treffen. Oh, das hat wohl nicht geklappt, wa? Hat nicht geklappt, aber eigentlich passt das ja so noch besser. Wollt die sagen. Glücksbank trifft das Glück, das passt doch. Das passt doch gut beieinander. Lass mal meinen Händler so ein bisschen schnacken, wa? Jawohl. Dann mal gucken, was wir geben da als nächstes, wa? Sitzen wir endlich mal auf unserer Bank. Genau, auf unserer Glücksbank, ne? Richtig. Ja, Mike, ist eine tolle Idee mit der Challenge, ne? Super Idee. Ich habe auch schon gespendet heute. Ist ja auch für einen guten Zweck, das Ganze. Ja, ich weiß nicht, du musst wahrscheinlich noch, oder ich hast muss du schon? Auch, ich muss auch spenden, aber wird auf jeden Fall unbedingt gemacht. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn noch weitere Kollegen an dieser Challenge teilnehmen. Ich würde da gerne namentlich nennen, meine beiden Nachbarkollegen Michael Emels und Bernd Bartmeier, sowie meinen Norderkollegen Rolf Schiermacher. Ich weiß nicht, du hast dich auch noch jemanden namentlich nennen, was meinst du? Ja, auf jeden Fall, gerne. Also ich würde gerne nominieren meinen Mitarbeiter, Tobias Konrad, und meinen Ex-Meisterschulkollegen Henning Matthys, der freut sich auch bestimmt ganz besonders, dass er nominiert wird. Und dann noch zum Schluss meinen Nachbarkollegen in Schortens, Thorsten Kanter. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie das auch machen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir dieser Challenge weiterhin, oder wir dieser Challenge weiterhin, viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja.